Knapp 200 Kilometer von Grindelwald bis auf Huttwil. So weit sind die Radprofis heute in der vierten Etappe vor Tour de Suisse gefahren. Mit dabei der Fabian Cancellara. Und Salvisberg, zuvorderst am Streckenrand, zwei Fanclubs vom Schweizer Radprofi, der Schweizerisch und der Belgisch. Die sind sich heute zum ersten Mal begegnet. Okay. Und das muss begossen werden. Am Mittag feiern der Heinz Bigler vom Schweizer Fanclub und der Remy Demor vom belgischen Fanclub ihre Brüderschaft. Endlich ist es zu einem Zusammentreffen von beiden Clubs gekommen. Cancellara forever, ja? Ja, Cancellara forever. Cheers. Tschüss. Ja, das ist mega cool irgendwie. Es ist ein ganz anderes Land, andere Leute und ja, es gibt dann wieder ein bisschen mehr Leben. Man will ein bisschen mehr bewegen im Leben und so funktioniert es ja ein bisschen. Dass die Belgier vor vier Jahren ausgerechnet einen Fanclub für einen Schweizer, für Fabian Cancellara gegründet haben, hat seine Gründe. Er ist ein Champion, sowieso. Er ist ein Winner, er ist ein Champion, er ist ein Mann, der sich absolut versorgt, ganz seriös ist, Charisma hat, Ausstrahlung, lebt für seinen Sport. Und sagen wir mal, ich bin auch ein Winner in meinem Geschäft und ja, dann ziehe ich das an. Stolz zeigt Remy Demor seinem Freund aus der Schweiz, Genter. Hier innen hat er schon viel mit Fabian Cancellara erlebt. Nach der Rennen kommt der Weltstar aber sogar ins Wohnmobil rein, um etwas Wichtiges zu erledigen. Da wollen die meistens schnell pinkeln. Und ich habe da so etwas ganz Großes gemacht, weil sonst gehen die auf die Toilette. Aber die pinkeln über die Palette und alles ist versaut. Okay. Und wir haben das so gemacht, dass die pinkeln. Oh, die dann pinkeln, ich gesagt, dann gut, okay, klar. Dies ist dann die Dusche, können Sie sich duschen. Jetzt steht da ein bisschen Wasser für die Reise und so. Die Besichtigungstour ist beendet. Schon gleich kommen die Fahrer zu Salvisberg durch. Die Spannung steigt langsam. Der Heinz Bigler und Remy Demor positionieren sich am Streckenrand. Der Fabian Cancellara kann jeden Moment kommen. Und tatsächlich, er taucht auf, lächelt ihnen zu und schon ist der grosse Moment vorbei. Ein grosses Erlebnis für beide Fanclubs, die noch nicht zu Ende ist. Der Remy Demor hat der Heinz Bigler nämlich an die nächste Flandern-Rundfahrt eingeladen. Oder alle beide. Und Sie sind meine Gäste mit deinem Club. Super, danke schön, Remy. Empfehlen nach wie